Wir sind hier auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt, der schon begonnen hat und schenken Glühwein aus bei 15 Grad plus. Aber wir haben trotzdem hier gut zu tun. Die Leute kommen. Es geht ja wirklich auch für einen guten Zweck. Den Umsatz, den wir zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr machen, geht an Echo Hilft. Das Darmstädter Projekt ist in diesem Jahr der Freundeskreis der Behinderteneinrichtung Aumühle im Stadtteil Wixhausen. Und da sammeln wir heute Abend hier über den Umsatz, den wir machen, hoffentlich viel Geld ein, haben tolle Unterstützung vom Felix Hotz vom Kikeriki-Theater, vom Rüdiger Fritsch von Darmstadt 98. Der Präsident lässt sich nehmen, da persönlich vorbeizukommen. Also mit so viel toller Unterstützung müsste es eigentlich klappen. Ja, wir als Darmstadt 98 machen ja verschiedene soziale Engagements, versuchen überall zu helfen, sofern es halt geht, sofern es auch die Zeit erlaubt. Und ja, so auch bei Echo Hilft. Und wenn die Spieler unterwegs sind zum Auswärtsspiel nach Berlin, dann kommt auch selbstverständlich gerne der Präsident vorbei und dann wird hier für einen guten Zweck gearbeitet und Geld reingeholt. Ja, uns vom Kikeriki-Theater, von der Comedy Hall, wir sind eigentlich immer dafür zu haben, wenn es für einen guten Zweck geht und wenn wir irgendwo helfen können. Normalerweise sehen uns die Leute oft nicht, weil wir ja Puppentheater spielen und hinter der Spielleiste verschwinden. Und da freut es uns sehr, hier bei den Darmstädtern zu sein, auch hier auf dem Weihnachtsmarkt zu helfen und der Aktion von Echo Hilft da einen großen Gefallen zu tun.